Okay Leute, eine Sache, die bei Kaido der Community ziemlich auf den Magen schlägt, ist einfach die Tatsache, dass Kaido nicht einmal im Ansatz sein Rüstungshaki verwendet, geht Oda den Weg und lässt er Kaido einfach keins haben? Ist Kaidos Haki eher unsichtbar oder was könnte hinter diesem Geheimnis stecken? Den gehen wir nun gründlich auf den Grund. Los geht's. Als Kaido als Kaiser in One Piece in den letzten Kapiteln eher nicht so gut dastand, als wir uns das eigentlich vorgestellt hatten, immerhin sind Kaiser unglaublich stark, stellte sich natürlich immer die Frage, ey, warum hat Kaido zur Verteidigung kein Rüstungshaki gegen die Samurai benutzt? Warum? Was steckt dahinter? Dieser Frage gehen wir auf den Grund. Bevor es aber losgeht, Leute, wäre es ja nice von euch, wenn ihr dem Kanal ein Abo dalassen würdet. Ich halte euch bezüglich One Piece die neuesten News, die aktuellsten Dinge etc., egal ob Spoiler sind und so weiter, da halte ich euch immer auf dem Laufenden. Ist kostenlos, tut nicht weh, ihr seid immer auf dem aktuellsten Stand und falls euch diese Videos gefallen, Leute, würde ich mich natürlich auch sehr, sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und nun stellen wir uns der Frage Kaido und das Haki. Es gibt tatsächlich in der Community, auch im Reddit, auch im internationalen Bereich ist das ein Thema, das gar nicht mal so grob untergegangen ist. Nämlich stellt sich wirklich die Frage, ob Kaido überhaupt das Rüstungshaki besitzt. Ja, da geht natürlich diese Grundlage hin und nimmt einfach mal die Vermutung, hey, Kaido ist ein etwas anderer Kaiser als zum Beispiel Shanks oder Blackbeard oder Big Mom. Kaido ist ein Oni, quasi ein Riese und der ist von Brutalität geprägt und dass man hier eine Art Storytelling hinstellen kann, wo man einfach hingeht und sagt, okay, Kaido ist so brutal stark, der ist so unmenschlich krass stark, dass dieser Charakter nicht einmal das Rüstungshaki braucht, ja, oder brauchen würde und ich würde auf der einen Seite natürlich diesen Storystrang verstehen, diesen Plot verstehen, des brutalen Kaidos, der so heftig ist, der nicht einmal das Rüstungshaki braucht, ja, und hier ist aber das große Problem, als Kaido nämlich gegen Ruffy gekämpft hatte und wir wissen ja, Ruffy hat ja die Gum-Gum-Frucht, ja, hat Kaido ihn geone-shottet und wenn Kaido hier kein Haki benutzt hätte, dann wäre das niemals so brutal oder fatal für Ruffy geendet. Auf der anderen Seite gibt es aber Leute, die sagen, hey, Kaido hat Ruffy ja per se nicht mit seiner Faust getroffen, es war ja die Keule von Kaido und diese könnte mit Seestern überzogen sein und das ist eine weitere Grundlage, gerade weil man ja auf Wano Kuni Seestein herstellt und dieses auch verarbeitet, dass man hier sagt, ey, es ist noch nicht zu 100% belegt, dass Kaido wirklich das Rüstungshaki hier einsetzen kann. Des Weiteren gibt es noch ein weiteres Problem, weil die Differenz des Rüstungshakis und das Potenzial dessen, das kann halt einfach wirklich Tag und Nacht sein. Ja, diese Differenzen, die können wirklich sehr viel ausmachen. Jemand kann brutal stark sein, wie er möchte. Wenn aber jemand mit einem gescheiten Rüstungshaki hier auftaucht, ist das Ganze natürlich so ein bisschen hinfällig. Und hier hat man dann zwei sehr interessante und auch starke Interessen zu vertreten. Ich meine, es ist natürlich klar, dass Kaido bisher nicht einmal das sichtbare Rüstungshaki benutzt hat. Das ist natürlich klar, sonst hätten wir es gesehen. Die schwarze Verfärbung, diese fehlt. Und Kaido hat gewisse Gründe, warum er sein Rüstungshaki vermutlich hier so angesichts des Krieges jetzt aktuell noch gar nicht so im Groben gezeigt hat. Ja, Grund Nummer 1 wäre, er braucht es einfach nicht. Ja, er sieht es überhaupt nicht für nötig. Kaido sieht in sich wirklich einen solch starken Charakter, dass er sagt, okay, gegen diese kleinen Fische, im wahrsten Sinne des Wortes, braucht er kein Rüstungshaki, obwohl er ja offensichtlich, aber nur laut Kaido ja im aktuellen Kapitel, oberflächlich verletzt wurde. Also keine Sache, die jetzt wirklich grundlegend schädlich für Kaido gewesen ist. Dann gibt es natürlich die andere Möglichkeit Nummer 2, die ja besagt, ey, Kaido hat es sogar in Betracht gezogen und fände es auch gar nicht groß schlimm, wenn er durch diese Scabbards, also durch die Samurai, sterben würde. Er hat ja so ein bisschen Oden in denen gesehen und Kaido hatte sich quasi angreifen lassen und es wäre für ihn kein Problem gewesen, wenn dieser hier sterben würde. Aber es hat sich natürlich jetzt ein wenig gewendet, denn Kaido war ja ein wenig enttäuscht von den Scabbards und hat sich dann kurz währenddessen dazu entschieden, wirklich mal anzugreifen und hat natürlich die Scabbards mit nur einem einzigen Schlag quasi erst einmal wirklich meilenweit wieder zurückgedrängt und zurückgeschlagen. Und das ist so eine Technik, die halt einfach eines Kaidos würdig sein könnte, weil Kaido halt einfach dieser Kaiser ist, der sich solche Art Spielchen erlauben kann. Ich meine, im Kampf gegen Ruffy zum Beispiel hat er dasselbe gemacht. Er hat sich von Ruffy verprügeln lassen. Er hat sich einfach von Ruffy angreifen lassen mit allem, was Ruffy hier
in diesem Falle hatte. Dort hat er ebenso das Rüstungshaki nicht benutzt, um halt vermutlich zu schauen, wie stark ist er, kann er mich schaden, kann er mich töten, weil Kaido irgendwie den Wunsch hegt, wirklich zu sterben. Wenn wir mal bei dem Thema bleiben, dass Kaido einfach per se kein Rüstungshaki einsetzt, weil er das nicht möchte, weil er vermutlich diesen Wunsch hegt zu sterben oder mal zu verlieren oder sowas in der Art, so könnte man diesen Umstand für etwas sehr Interessantes benutzen, für ein sehr, sehr interessantes Plot-Element, denn wenn wir uns mal an den Kampf Ruffy vs. Katakuri erinnern, es gibt immer noch viele, die sich uneinig sind oder wo es strittig ist, hat Ruffy jetzt wirklich gegen Katakuri gewonnen, war das eher ein Unentschieden, hat Katakuri einfach aufgegeben. Da gibt es ja diese Streitigkeiten, wer jetzt wie irgendwie gewonnen hat. Hat Ruffy überhaupt gewonnen? Hat er Katakuri überhaupt übertroffen oder nicht? Und hiermit hat Eiichiro Oda was sehr, sehr Interessantes geschaffen. Und das hat er natürlich mit voller Absicht getan. Nämlich, dass man hier nicht genau sieht oder erkennen möchte, zumindest, dass die Community darüber streitet, wie stark Ruffy jetzt in diesem oder jenen Kampf wirklich geworden ist. Und wenn Kaido sich weigert, das Rüstungshaki einzusetzen in dem kompletten Kampf gegen Ruffy, ja, dann könnte man wirklich zum Schluss, wenn Ruffy dann in der Tat Kaido besiegt hat, Kaido aber noch kein Rüstungshaki benutzt hat, da könnte man wirklich diese Streithähne wieder losschicken. Wäre ein sehr interessantes Plot-Element von Oda, welches er dann mit Absicht hier droppen würde, um halt die Community ein bisschen gegeneinander aufzuspielen, um Ruffy halt nicht wirklich als der Dominantere dort hinzustellen, dass es Leute immer noch gibt, die das Ganze hinterfragen, die halt diesen Sieg dann von Ruffy hinterfragen, um halt natürlich nicht offensichtlich zu zeigen, okay, Ruffy könnte jetzt mit einem Shanks locker mithalten oder mit einem Blackbeard locker mithalten, denn diese Spannung im späteren Kampf, vermutlich dann auch gegen Blackbeard, die muss ja irgendwie noch erzeugt werden. Fakt ist jedoch, Kaido weiß, was das Rüstungshaki ist. Kaido weiß auch, was das Königshaki ist und Kaido hat auch das Königshaki, zumindest nach dem Clash gegen Big Mom zufolge. Des Weiteren hat Kaido auch mehr Erfahrung oder mehr Wissen über das Haki als ein Otto-Normal-Haki-Nutzer, denn er weiß, was das Ryo-Haki ist. Er hat es ja bezüglich Oden angesprochen, als die Scabbards Kaido ja hier angegriffen haben. Er hat sich ja gefragt, ey, ist das das Haki oder das Ryo-Haki von Oden? Also Kaido weiß ganz genau, was das Haki ist und ich persönlich kann es mir nicht vorstellen, ich kann es mir wirklich nicht vorstellen, dass Kaido kein Haki besitzt, beziehungsweise in diesem Falle kein Rüstungshaki besitzt. Ich meine, auf der einen Seite, Kaido war nicht immer schon so stark. Kaido hat sich genau wie jeder andere Pirat mit Namen oder starker Charakter hochgearbeitet. Ja, er wurde immer stärker, hat seine Grenzen immer weiter überwunden. Und irgendwann kommt man an einen Punkt in der neuen Welt, da geht das ohne Haki einfach nicht, sodass Kaido das Haki lernen musste. Und ich persönlich bin ziemlich davon überzeugt, dass Kaido das Haki schon sehr, sehr lange drauf hat. Aber ich persönlich muss sagen, er hat es aktuell einfach noch gar nicht benutzt. Und hier muss ich ganz klar sagen, es ist völlig egal, was der Grund gewesen ist. Diesen Grund, den werden wir eines Tages noch erfahren. Ob er es mit Absicht nicht benutzt, weil er sterben möchte oder sowas in der Art. Diese ganzen Hintergründe, ja, die Entscheidungen, diese aktiven Entscheidungen, die Kaido hier trifft, die vermutlich enorme Nachteile mit sich ziehen. Gerade wenn jetzt Ruffy und Co. immer stärker werden. Ja, das Ganze hat einen Grund und diesen einen Grund, den werden wir dann spätestens und auch hoffentlich in einem Flashback von Kaido erfahren. Warum ist er so, wie er ist? Warum trifft er diese Entscheidungen heute, die er halt trifft? Und das ist natürlich eine Sache, die sich vermutlich aus der Vergangenheit ablesen lässt, denn ich persönlich glaube, er hat das Rüstungshaki. Er setzt es aktuell noch nicht ein, weil er es entweder, wie ich schon bereits gesagt, nicht für nötig sehe. Er hat einen bestimmten Grund, warum er es nicht benutzt. Ja, ich muss auf der anderen Seite natürlich auch sagen, Big Mom hat auch sehr, 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 sehr spät erst angefangen, ihr Rüstungshaki zu zeigen. Es war eine sehr, sehr kleine Situation, als Ruffy bei der Hochzeit im Gear 4 Big Mom angegriffen hat. Dort hat sie einfach nur das normale Armament auf ihrem Arm benutzt, um Ruffy abzuwehren. Und das war es auch im Großen und Ganzen. Ja, es ist hier wahrscheinlich auch nahezulegen, dass die Kaiser irgendeine besondere Art Verteidigung haben. Big Mom zum Beispiel scheint ja auch unverwundbar zu sein. Solange man keine psychische Schwäche hier ausnutzt, in Kombination mit irgendeiner Ablenkung. Ja, ich meine, bei Big Mom war das ja mit Mother Caramel eine sehr interessante Sache, wonach sie dann einfach nur, indem sie auf die
Knie fiel, wirklich verwundet werden konnte. Und bei Kaido hätten wir dasselbe Spiel hier, einfach nur mit Oden. Kozuki, diese kleine psychische Schwäche, ja, einfach das, wo man hier so diese Leute ein wenig ablenken kann, wo man die Konzentration der Leute einfach raubt, dass sie sich nicht so auf ihre Verteidigung, was auch immer diese Verteidigung ist, die halt diese Kaiser so unverwundbar scheinen lassen. Das bleibt natürlich in der Zukunft mal abzuwarten, aber ich persönlich denke, hier kann man definitiv eine kleine Verbindung ziehen. Zu guter Letzt können wir natürlich sagen, ey, es gibt noch weitere Rüstungshaki-Formen, die uns aktuell unbekannt sind, aber es könnte eine unsichtbare Form sein, die wir halt einfach nicht sehen, wie zum Beispiel das Ryo-Haki, das sehen wir auch nicht so direkt, ja. Natürlich haben wir ja zum Beispiel im Anime so Animationssachen, wo man das Ryo erkennen kann, und ich denke, das wird der Anime auch in Zukunft tun, aber im Manga ist das mit dem Ryo-Haki immer so ein bisschen schwierig. Ich bin sehr gespannt, wie Eiichiro Oda das in Zukunft handeln wird und ob er in Zukunft dann natürlich auch erklären wird, warum Kaido zum Beispiel jetzt bisher noch nicht das Rüstungshaki eingesetzt hat. Er hat dafür seine Gründe. Einerseits könnte es natürlich sein, dass die Gegner jetzt für Kaido aktuell noch einfach zu schwach sind, dass er einfach das Rüstungshaki nicht braucht in seiner Drachenform, weil er sich dementsprechend schnell heilen oder regenerieren kann. Da müssen wir mal abwarten, welchen Weg Oda hier gehen wird. Grundsätzlich glaube ich persönlich, Kaido hat definitiv alle Haki-Formen, Rüstung, König und auch Vorahnungs Haki, das gehört bei einem Kaiser dazu, weil man einfach auch mit dem Haki die Möglichkeit hat, hier Power Scaling technisch in einem Kampf mäßig halt gewisse Dinge zu zeigen oder auszuschöpfen. Natürlich muss Ruffy sich auch steigern und das muss man auch in diesem Kampf mit diesem Haki oder mit jedem Haki, muss man das natürlich auch zur Schau stellen und auch sehen, um halt Ruffys Progression halt hier auch aufzuzeigen. Die Entwicklung von Ruffy ist hier natürlich sehr, sehr wichtig. Die steht hier wirklich in diesem zentralen Vordergrund und ich persönlich bin einfach für die Möglichkeit, dass Kaido einfach es noch nicht gezeigt hat, weil er es nicht für nötig sieht oder weil er einen anderen Grund hat, dass er das Rüstungshaki nicht einsetzt. Ja, es gibt ja Möglichkeiten bezüglich seiner Intention, dass er halt kein Problem hätte, wenn er jetzt hier sterben würde, aber das wird dann halt der Flashback von Kaido zeigen. Im Großen und Ganzen war es das erstmal vom heutigen Video, Leute. Schreibt mir eure Meinung natürlich dazu gerne mal in die Kommentare. Glaubt ihr, Kaido hat wirklich keinen Rüstungshaki, weil er halt so ein brutaler Oni ist, weil er das einfach nicht braucht oder sowas? Oder zeigt er es oder benutzt er das Ganze mit Absicht nicht, weil er halt seine bestimmten Gründe hat? Und diese werden wir dann vielleicht in einem Flashback wirklich irgendwann mal erfahren. Im Großen und Ganzen wünsche ich euch dann jetzt noch einen entspannten Sonntag, ein schönes Restwochenende, meine Freunde. Morgen gibt es natürlich ein erneutes Video. Bis dahin wünsche ich euch noch einen entspannten Tag. Falls euch die Videos gefallen, lasst doch gerne ein Abo da und vergesst nicht, das Video mit einem Daumen nach oben zu bewerten. Wäre sehr nice von euch, dann bin ich jetzt raus. Ich wünsche euch einen entspannten Tag. Macht's gut, haut rein. Ciao und tschüss.